Können wir irgendwie ködern oder so? Ich will jetzt nicht direkt vor sie laufen. Na gut. Oh, okay. Ja. Wir haben vergessen, dieses innere Feuerding zu kaufen von Terik, das gegen Verwirren schützt, oder? Zeitstase bringt nicht. Arkane Abwendung hätten wir vorher zaubern können, zum Beispiel bevor wir reintapsen. Den Lichtschutzspruch von Gerogron hätten wir vorher zaubern können, bevor wir reintapsen. Schön, dass mir das alles jetzt einfällt. Aber gut, wir machen Arkane Abwendung. Wir machen himmlische Rüstung. Ah ne, er hat das, okay. Brennende Entschlossenheit. Zack. Und du? Schlingringe. Steinhaut oder Stärke der Erde? Nicht Steinhaut. Gegen Gift werden sie immun sein. Das kann ich gleich nachgucken. So, Buffs, 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 Buffs. Sehr schön. Also, Untot. Immunität gegen Gedankenmanipulation, Gift und Qual. Nicht gegen Blitz. Du haust normal, weil die Sachen hier kosten Mana. Und Mana brauchen wir für Schild. Verfehlt. Du machst Feuer. Okay. Also sie sind wieder härter geworden. Sie waren ja am Anfang richtig, richtig, richtig hart. Dann waren sie zwischenzeitlich schwach und jetzt sind sie wieder hart. Was ich aber auch besser so finde. Wow, hab ich hart gesagt. Du Schild, du Feuerball, du Heilung. Du. Ist die Waffe noch da? Ja. ...62 bis 80 für 20 Mana. 40 bis 84 für 15 Mana. Nee. Ich glaube, ich mache weiter die hier. Wenn man das mal 2 nimmt, sind es ja 50 bis 98 Schaden. Das ist okay. Widerstanden, widerstanden. Du, hau und treff endlich mal. Feuerball. Wurzel. Du. Was da? So, es wird gegengeheilt. Ist okay. Du. Brauchst einen schwachen Zaubertrank. Du brauchst einen Feuerball. Die brennende Entschlossenheit ist gleich weg. Die müssen wir unbedingt neu zaubern. Weil die konnten sonst auch stunnen. Also nicht nur, dass sie uns fast one-hitten können, sie können uns auch stunnen, dass wir uns nicht wehren, wenn sie uns fast one-hitten. ja, Regeneration hält auch nur noch eine Runde, müssen wir gleich ebenfalls nachzaubern. Zauberpunkte gehen ganz schön garstig runter, da werden wir auch auf die mittleren umschalten müssen. Vor allem bei Terik. Okay. Oh, Crit, sehr schön. Yallen ist K.O. und Yallen ist die einzige, die uns wieder aufwecken kann, oder? Verwirrt kann sie heilen. Das ist nicht gut. So, du brauchst schwere Geschosse. Zack. Du musst uns schützen. Du. Also wir können uns jederzeit eine Runde erkaufen, indem sie einfach Zeitstase macht. Dann kann sie zwar nichts machen, aber die anderen beiden können diese Runde was machen. Solange es nicht Gegner angreifen bedeutet. Hilft allerdings momentan nicht so wirklich. Können wir sie irgendwie aufwecken? Kuriert Schwäche, kuriert Verwirrung. Wir haben kein Schnüffelsalz oder so, das jemanden aufweckt. Gerogon muss unbedingt Experte werden, Lichtmagie, damit er wenigstens ein klein bisschen heilen kann. Gerade für solche Situationen. Ne gut, töten. Widerstanden, okay. Neuer Schild. Entschlossenheit. Brützel. Es kommt durch den Schild, durch, verdammt. Ja, du brauchst einen neuen Zaubertrank, du brauchst einen Feuerball. Britzel.
Jo. Du, neues Schild. Du, Feuerball. Bald haben wir sie, bald haben wir sie. Du, trinken Trank. So, sie hat versucht, einen zu leben. Das hat aber nicht geklappt, wegen dem Entschlossenheitszauber. Du, mach bitte eine neue Rüstung. Die alte war dann schon auf die Hälfte runter. Du machst wieder einen Feuerball, hast gleich keine Mana mehr, genau. Du machst auch noch einen Britzel, hast dann auch gleich keine Mana mehr. Dreck. Du. Muss jetzt einen großen Mana-Trank trinken, das ist völliger Overkill bei dir. Na gut, was muss, das muss. Du auch. Du auch. Nein, 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 oh. Talana ist K.O. Du. Du. 100 Lebenspunkte, wie viel hast du? Ja, du kannst auch schon mittlere nehmen. So, und du? So. Nein, nein, nicht, nicht. Nein, Starre. Tirik ist gelähmt. Du Schutzzauber. Wie lange hält das? Dieser Zauber ist ätheriges Gelähmt. Dieser Zustand kann nur mit Wasser oder Primärmagie aufgehoben werden. Solange ist er handlungsunfähig. Das war so knapp. Tirik ist nicht mehr gelähmt. Tirik ist tot. Kann nicht fliehen. Irgendwas? Verwirrung, Schwäche. Gesamte Magie und Mana, Lebenspunkte. Angriff! Und vorbei. Vorbei, vorbei. Alles ist tot. Da. Gut. Es ist machbar. Aber es ist knackig. Das ist gut. Und das auf normal, ne? Auf Warrior, da müsst ihr wahrscheinlich wesentlich später hierher kommen. Eventuell ist das Gebiet auch gar nicht für Akt 1 wirklich vorgesehen. Genauso wenig wie der Drache und der Troll, ne? Oder Zyklop. Aber das gucken wir dann. Einmal probieren wir das noch. Und zwar machen wir es jetzt ein bisschen besser. Wir bereiten uns vorher vor. Machen vor das Schild. Machen vorher die Arkane Abwehr. Und vorher brennende Entschlossenheit. So. Und jetzt gehen wir da ran. Gut. Also. Du hast das Schild schon gezaubert. Hast du eigentlich noch irgendwas anderes in deinem Repertoire? Nein. Du zerschmetterst. Die Waffe drauf, sehr gut. Feuerball. Schaden. Heilung können wir gleich machen. Solange niemand gewone-hittet wird, was eigentlich unmöglich ist, wenn das Schild aktiv ist, passt das schon. Du, neue Rüstung. Du, Feuerball. Du, Heilung. Du, Britzel. Gut, wird gegen geheilt. Rüstung ist weg. Du hast keine Mana für Rüstung. Heißt, diese Runde könnte einer gewonnen werden. Was ganz und gar nicht gut wäre. Abwendzauber ist noch da. Funkflug. Okay. Himmlische Rüstung. Regeneration tickt noch einmal. Feuerball. Wurzeln. Ritzeln. Okay. Du, Heilung. Du, Schutz. Du, bitte einen großen. Wie hast du? 147. Und der macht? 100. Du, können wir einen von euch wegschubsen? Warte mal. Immunität gegen Gedankenmanipulation, Gift und Qual. Du, weg. Dreht sich im Kreis.
Kommt näher ran. Okay, wir können sie so kurzfristig aus dem Kampf nehmen. Weil deren größte Schattenblitze und Verwirrung ist wohl nur im Nahkampf. So, du musst innere Entschlossenheit machen. Du musst Zaubertrank trinken. Du. Regeneration tickt ein. Du trinkst einfach normalen Trank. Abwendung funktioniert noch, also schubst du jetzt wieder sie weg. Dann macht nur sie einen Schadensspruch, der alleine schon reicht, Talana was zu töten. Und sie ist wieder da. Okay. Rüstung. Feuerball. Du tickst noch. Du wurzelst sie, weil es gut Schaden macht. Und du schubst sie wieder weg. Gut, Rüstung hält. Sie kommt wieder ran. Ja, so geht das super. Feuerball, Regeneration. Wegschubsen. Take cover! So, Gerugon braucht jetzt leider eine teuren Zaubertränke. Feuerball, du brauchst auch eine teuren Zaubertränke. Und du kannst jetzt noch einmal wegschubsen, dann brauchst du auch einen Zaubertrank. So, Gerugon, neue Rüstung. Du, teurer Magietrank. Du, Regeneration tickt noch einmal, machst Wurzeln. Oh, Moment mal. Ah, sie hat keinen Zauberpunkt. Ich kann noch Wurzeln und den gewurzelten Gegner wegschubsen, der sich dann in seiner Runde nicht bewegen kann. Testen. Rüstung. Feuerball. Okay. Du, Wurzel, du, wegschubst. Sie ist jetzt gewurzelt und da hinten. Wenn sie dran ist, darf sie nichts machen und bleibt hinten. Also sehr gut. Sehr, sehr gut. Du, nicht da. Trink einen Zaubertrank. Du machst einen Single-Tag. Nee, du machst Entschlossenheit. Du machst eine neue Regeneration. Und du machst eine neue Magieabwendung. So. Jetzt machst du ein neues Schild. Du machst einen Feuerball auf beide. So, die ist noch gar nicht so tot, wie ich dachte. Du machst einen Wurzel auf die und du schubst sie weg. Okay. Du, neue Rüstung. Du... Feuer. Du wurzelst. Du blitzstrahlst. Okay, Mana wird wieder ein Problem. Ja, Mana ist definitiv ein Problem. Du schubst die bitte wieder weg. Du. Ich will nicht die teuren Tränke alle verbrauchen. Hau. Autsch. Feuerball. Die sind beide fast tot. Regeneration tickt nicht. Sollten wir also anmachen. Britzel. Und hau sie tot. Ja. Okay. Weg. Mann, oh Mann. Gigantischer Lebenstrank. Regeneriert 450 Mana. 600 Mana. Verfluchte Ruinen betreten. Ich weiß ja nicht, ob das so eine gute Idee ist. Hier ist gar nichts. Okay. Kiste. Alles plündern. Apropos alles plündern, was haben wir hier eigentlich noch? 3 Widerstand gegen alle Magieschulen, fügt einem Angreifer bei jedem erfolgreichen Nahkampfangriff 4 Lichtschaden zu. Das ist doch mal wesentlich besser. Also es gab diesen Dorneneffekt auch früher schon, aber halt nur bei 3% oder so der reinkommenden Angriffe, das ist ein bisschen albern. Was machst du? Du bist eine leichte Rüstung. Minus 12 Angriffswert machst du auch. 100% Schutz vor Lähmung. Sehr gut. Du kannst weg, du kommst später.
Du bist infiziert. Ja. Da ist nix. Schlafen. What a perfect day to begin a journey. Aha, neue Journey. Wir gucken mal ganz kurz hier rein. Wenn da wieder Banshees kommen, muss ich mir überlegen, ob wir das überhaupt machen wollen, weil das ist eine tierische Ressourcenverschwendung in Anführungszeichen. Weil wir versuchen ein Gebiet, das höher ist, als wir eigentlich sein sollten. Das heißt, wenn wir das einfach hier liegen lassen und in ein, zwei Leveln wiederkommen, dann würden wir fast gar keine Ressourcen verbrauchen. Aber ja, reingucken will ich trotzdem. Ja, betreten. Haben wir eigentlich gerade ein Level-Up bekommen? Das waren ja doch recht krasse Gegner und es war nicht mehr so viel bis zum Level-Up. Es ist ganz schön neblig. Und nee, kein Level-Up. Verfluchte Ruinen Stufe 1. Kann fast gar nichts sehen hier. Was zur Hölle? Oh. So. Zwei Banshees und andere Gegner. Fliegen kann ich nicht mehr. Ich könnte höchstens den Autosave laden. Schießen. Okay. Nee, hier sollen wir nicht hin. Na gut, aber sterben wir wie Männer. Schießen. Schutz ist nicht mehr aktiv. Schutz aktivieren. Feuerball. Vielleicht kriegen wir noch ein, zwei von denen mit. Widerstanden. Wow. Okay. Ja, dann ist instant tot. Durch die Rüstung durch. Zack. Direktes K.O. Deckung. Weg. Wie war das mit wie Männer kämpfen? So, jetzt können wir uns den Rücken werfen, das wäre nicht so schön. Du Schild, du. Zack. Girgon ist K.O. Jallen, Britzel. Zack, zack. Und einfach nur tot. Gut. Da sollen wir nicht rein. Ich hoffe, der Autosave hat das auch richtig gespeichert. Ja, hat er.